Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tomb Raider The Angel of Darkness. So, ich bin jetzt mal hier stehen. Also hier ist nichts. Nichts mit mir. Da weiß man bei einem normalen Spieler nie, wo was sein könnte. Und nicht, dass man es dann übersieht und man ärgert sich dann, wenn man zurück muss. Toll für dich. Da kann ich raufklettern. Ich meine, oh, wie schön für sie, dass sie da raufklettern kann. Ich würde zuerst hier reinschauen, weil hier liegt nämlich Munition. Also ich bin echt gierig nach Munition. Munition, Munition. Und ich weiß auch, wo alles versteckt liegt. Also man merkt halt wirklich, dass ich dieses Spiel schon öfter gespielt habe. So, ich muss an dieses Kabel raufspringen, um da rüber zu kommen. Und dieses Ventil. Lara. Gut. Wenn ich das drehe... Dreh es. Oh. Eigentlich... habe ich hier oben alle wirklich alle noch mal schauen, aber eigentlich müssen es alle gewesen sein. Also ich habe jetzt in diesem Teil kein Fernglas oder so, also ich müsste hier oben alle aktiviert haben. Jetzt kann ich runtergehen, also ich kann ganz, also ich muss ganz runtergehen, also ganz runter zu diesen Gerät zurück, wo vorhin alle Lampen früher alle rot waren und jetzt nicht mehr alle rot sind. Da muss ich jetzt zurück. Okay, jetzt mache ich mal eine Tour. Rückwärts zu laufen. Ich hasse es, rückwärts zu laufen. Besonders im Schleichen oder so, hasse ich es, rückwärts zu laufen. Aber ich habe es euch jetzt angetan und habe es euch erleben lassen. Auf jeden Fall kann ich nur nochmal erwähnen, dass ich das hasse und dass ich das nicht gerne mache. Ist ja jetzt egal. Ich habe es gemacht und fertig. So. Ja, das Schleich suchen wir nicht wieder entlang. Und jetzt, wie ihr seht, ist hier alles schön geflutet mit Wasser. Also hier ist alles schön geflutet mit Wasser. Und deshalb habe ich auch letztes Mal auf das obere letzte, mit dem oberen letzten Hügel betätigt. Ich werde jetzt hier speichern. Das ist mein neues Speicherbild. Weil es könnte möglich sein, dass ich den Tauchgang, den langen Tauchgang hier, nicht schaffen würde. Okay. Okay, jetzt habe ich mich noch falsch getaucht. Okay. Also sie ist wirklich schnell beim Tauchen. Und ich tauche hier gerade durch einen Abflusskanal durch. Ich tauche durch einen Abfluss oder Abflussrohr oder was auch immer das ist, tauche ich gerade durch. Das ist so groß, wirklich so groß, dass eine Lara Croft hindurchpasst. Dass ich hindurchkomme, dass ich durchpasse. Das ist eigentlich sehr unlogisch und wirklich, ich meine damit, wirklich unlogisch. Unlogisch hoch 3.
Aber nein, ich kann ja da durchtauchen. Und deswegen habe ich da auch jetzt durchgetaucht. Aber ist okay. Ja, ich weiß, dass du da raufklettern kannst. Da kann ich raufklettern. Aber ich werde da nämlich noch nicht raufklettern. Weil ich nämlich hier rüberspringen muss. Und natürlich geht der Sprung daneben. Wie könnte es auch anders sein, anstatt zu sagen, ui, der Sprung hat geklappt, geht er daneben. Wie immer. Aber zum Glück kann ich hier nicht, also zumindest in dieser Ebene nicht, also zumindest in dieser Höhe, nicht sterben, weil ich genau ins Wasser, genau im Wasser lande. Was für mich ein Vorteil ist, weil sonst müsste ich nämlich neu laden, den ganzen Towergang nochmal neu machen, ihn hoffen, dass ich ihn ohne Probleme wieder schaffen werde. Und genau so knapp hüpft sie daneben. Aber ist ja okay. Versuchen wir es noch einmal. Solange ich unter mir Wasser habe und ich wieder und ich keine Energie verliere, ist es mir total egal, wie oft ich diesen Sprung, ich wiederhole, Sprung nochmal machen muss. Uiuiuiuiui. Zu langsam, Lara. Gehst du mir auf den Senkel. Oh. Ich hasse dich. Nein, ich hasse Lara nicht. Ich hasse es nur, wenn ich Sprünge machen muss. Und zwar, und dann immer am gleichen Sprung versage. Das hasse ich. Das hasse ich wie 1000 Regenwetter. Wie 100 Jahre Regenwetter. Wie 1000 Regenwetter. Voll logisch. Ah, ich schaffe es doch noch. Ich habe es also doch noch geschafft. So, hier muss ich ein Ventil drehen. Und dadurch habe ich jetzt den... Und dadurch muss ich jetzt nur noch einen Punkt grün schaffen. Nur noch einen einzigen. Und ich sage es noch einmal, nur noch einen. Und irgendwie war das zu erwarten, dass es hier nicht weitergeht. Also da kann ich auch raufklettern. Hat sie dieses Kabel gemeint. Und nicht irgendwas anderes, sondern einfach nur dieses läppische Kabel da. So. Genau, hier muss ich dann weiter. Aber ich kenne mich. Und ich werde das vermutlich vermasseln. Weil meine Kraft mir zu schnell weggeht. Weil meine Kraft ja sowieso begrenzt ist. Und dass ein langer Weg nach oben ist. Also ich könnte... Also ich würde... Ich glaube, ich mache jetzt hier Schluss. Weil ich habe nämlich 8 Minuten. Und ich glaube, ich mache jetzt hier Schluss. Und wir sehen uns im nächsten Teil. Und dann könnt ihr sehen, wie ich darauf klettere. Okay. Ich hoffe... Also dann... Bis dann.